أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah. Und wir werden nicht eher aufhören, über dieses Thema zu sprechen, bis wir bi'idhnillahi sami' al-alim, mit der Erlaubnis Allahs azza wa jal, eine Besserung in dieser Ummah sehen. Allahumma aslih hadihi al-Ummah. Liebe Geschwister, wir reden nicht umsonst über so ein gewaltiges Thema. Wir reden darüber, weil wir Muslime unsere Izza, unsere Ehre und unseren Stolz zurückhaben möchten. Und tatsächlich sehen wir, dass auf der gesamten Welt Unrecht passiert. Gegenüber Ungläubigen, aber auch ganz speziell gegenüber Muslimen. Und das Unrecht gegenüber den Muslimen ist so klar wie die Sonne am helligsten Tage, liebe Geschwister. Wallahi, jeder sieht das, selbst diejenigen, die von Menschenrechten sprechen. Sie sehen das Unrecht, aber sie schweigen. Sie schweigen. Und das ist für uns Muslime ein klarer Beweis, dass wenn jemand, der kein Muslim ist, angegriffen wird, bei den Kuffar einen anderen Stellenwert hat, als Tausende und Millionen von Muslime, die getötet werden. Und schaut auf der gesamten Welt. Wer hat für die Palästinenser, die im Gaza-Krieg gestorben sind, wer hat nur ein Wort für sie eingelegt? Wer hat im Irak für die über Millionen Menschen, die getötet wurden, nur ein einziges Wort gesagt? Wer hat seinen Kopf erhoben und gesagt, das ist Unrecht, was passiert? Und wurden die Verbrecher dafür verantwortlich gemacht? Die Antwort ist nein. Und Irak und Syrien und die gesamten Gebiete sind nur ein kleiner Teil. Aber tatsächlich liegt die Schuld nicht bei den Kuffar. Diejenigen, die uns bekriegen, und Allah Azza wa Jal hat uns dieses gesagt, dass sie uns immer bekriegen werden. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch so lange bekämpfen. Wer? Die Kuffar, die Feinde Allahs. Und wenn ich sage, die Feinde Allahs, dann meine ich nicht alle Kuffar. Es gibt welche unter den Kuffar, sie stehen für Menschenrechte ein. Aber ein großer Teil von ihnen sind Verbrecher und hassen die Muslime. Und deswegen machen sie sich nichts daraus, liebe Geschwister, was mit den Muslimen passiert. Allahumma dammir man azzab al-Muslimin wa uqtul man qatal al-Muslimin. Liebe Geschwister, wir stehen ein für Recht und Gerechtigkeit. Und wir stehen auch dafür ein, dass wir sagen, und das zu jeder Zeit, es darf kein Unrecht passieren. Warum? Weil unsere Religion uns das so beigebracht hat. Und eines der Krankheiten der Umma, über die wir heute sprechen, bi'idhnillahi sami' al-alim, ist, liebe Geschwister, obwohl das Unrecht. Wie viel Unrecht wird begangen? Nicht nur vom Kuffar gegenüber den Muslimen. Nein, Muslime untereinander, und darüber werde ich speziell reden. Muslime, die einander gegenüber Unrecht tun, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Wenn sie doch nur wüssten, was das Unrecht bedeutet am Tage der Auferstehung, so sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, Iyakum wa dhulm, fa inna dhulma dhulumatu yawma al-qiyama. Wehe euch vor dem Unrecht, denn das Unrecht ist Finsternis, Dunkelheit. Am Tage der Auferstehung. Dunkelheit. Was für gefährliche Situationen werden passieren am Tage der Auferstehung? Die Herzen werden beben an diesem Tag. Ereignisse, die wir uns nicht vorstellen können. Und was denkst du, wenn völlige Finsternis herrscht für dich, weil du ein Übelstunder, ein Verbrecher warst, an so einem Tag, wo jeder sich wünscht, dass er klar sieht, was vor seinen Augen ist?
Ja Allah, wie oft reden wir zu den Muslimen und wie wenig ändert sich von den Seiten der Muslime, liebe Geschwister. Und subhanallah al-Azim, nicht nur, dass die Kuffar gegenüber den Muslimen Unrecht antun, nein! Wir sehen das in vielen Ländern. Wal-iyadu billah, diese verbrecherischen Herrscher, die Muslime unterdrücken und ihr Blut aussaugen und sie töten und sie verbrennen und sie quälen und vor allen Dingen, wenn es Gläubige sind. Allahumma alayka bit-tawagit. Unrecht. Allah hat mit dieser gewaltigen Religion eine Sache beschlossen. Er sagt in einem Hadith Qudusi, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. O meine Diener, ich habe mir selbst gegenüber Unrecht verboten. Allah subhanahu ist zu vollkommen, als dass er Unrecht erlaubt. Wa ja'altuhu baynakum muharrama. Und ich habe auch das Unrecht zwischen euch verboten. Verlata walamu. Darum übt einander kein Unrecht zu. Übt einander kein Unrecht zu. Ich bitte, die Aufnahmen zu unterlassen. Jazakumullah khair. Übt einander kein Unrecht zu. O ihr Muslime, weil ihr die gewaltigste Religion trägt. Ihr seid das Vorbild für alle Nationen. Kuntum khayra ummatin. Ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Umma, die zu den Menschen hervorgekommen ist. Wir sollen Vorbilder sein. Wir sollen nicht Leute sein, die Unrecht machen. Wir sollen nicht Leute sein, die ungläubig sind. Wir sollen nicht Leute sein, die nicht rechtgeleitet sind. Allah sagt uns, wir sind die beste Umma. Und diejenigen, die sich zu der besten Umma zählen, sollen Vorbilder sein. Sollen kein Unrecht machen und sollen die Menschen vom Schlechten zum Guten führen. Ist das nicht unsere Aufgabe? O Diener Allahs, iyyakum wadh-dhulm. Wehe euch vor dem Unrecht, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Höre die Aya von Allah, azza wa jal, die die vollkommene Gerechtigkeit beweist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, Al-yawma tujiza kullu nafsim bima kasabat. Heute an diesem Tag wird jede Seele bekommen, am Tage der Auferstehung, am Tage des Gerichts. Hast du diesen Tag schon vergessen? Heute an diesem Tag, am Tage des Gerichts, wird jede Seele bekommen, was sie vorausgeschickt hat. Alles wirst du wiedersehen an diesem Tage. La dhulma al-yawm. An diesem Tag sagt Allah, der König, und er ist in der Lage, dieses zu vollziehen, an diesem Tag wird es kein Unrecht geben. Bei Allah, wenn du jemanden geschlagen hast in dieser Dunya, du siehst das morgen wieder. Ganz gleich, ob es ein Muslim oder ein Kafir war. Wenn du jemanden sein Geld geklaut hast, dann wirst du es morgen sehen am Tage der Auferstehung. Wenn du über deinen muslimischen Bruder gelästert hast, schlecht geredet hast, dann wirst du es sehen am morgigen Tage. Wenn du über ihn gelogen hast, dann wirst du es sehen am morgigen Tage. Allah sagt, La dhulma al-yawm. An diesem Tag gibt es kein Unrecht. Inna Allah sari'ul hisab. So beendet Allah die Ayah. Wahrlich, Allah ist schnell im Abrechnen. Allah. Allahumma ya hasib. Allah ist schnell im Abrechnen. Und höre diese gewaltige und gleichzeitig gefährliche Überlieferung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Atadruna man il muflis. Er fragte die Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Wisst ihr, wer der Pleite gegangen ist, der nichts mehr besitzt? Sie sagten, al muflis. Der Muflis, der pleite gegangene, ist derjenige, der kein Geld und keine Mittel besitzt. Er sagte, Al-Muflisu min Ummati. Wahrlich, der pleite gegangene aus meiner Umma ist derjenige, man yati yawm al-qiyama, der am Tage der Auferstehung kommt. Höre zu. Bi salatihi, wa siyamihi, wa zakatihi, der mit dem Gebet kommt. Allahu Akbar. Allah hat von ihm das Gebet angenommen. Und mit seinem Fasten kommt. Auch das Fasten hat Allah Azza wa Jal von ihm angenommen. Und mit der Zakat, er hat sogar die Zakat gespendet, die viele Muslime nicht geben. Wie schnell sie sind, wenn sie eine neue Playstation kaufen wollen. Aber wie lange sie zögern, wenn sie für die Diener Allahs etwas geben sollen, die bei Allah aus der Mülltonne ihr Essen holen. Der kommt sogar mit der Zakat, mit dem Gebet, mit dem Fasten, mit der Zakat und vielen anderen Taten. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Er hat den beleidigt, beziehungsweise er hat den beschimpft. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. Und er hat den sein Geld geklaut. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Und den hat er sein Blut vergossen. وَضَرَبَ هَذَا. Und den hat er geschlagen. Allahu Akbar. Er kam mit viel Hasanat zu Allah Azza wa Jalla zurück. Denn er war ein Praktizierender. Aber er hat Unrecht getan. Er hat Unrecht getan, liebe Geschwister. Er hat Leute geschlagen. Er hat Leute beleidigt, beschimpft, Unrecht angetan. Was passiert mit ihm? So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. Dann muss er von seinen guten Taten abgeben, die er sich verdient hat in dieser Dunya. Er muss von seinen guten Taten am Tage der Auferstehung abgeben. Den gibt er diese 1000 Hasanat und den gibt er diese 2000 Hasanat für das Unrecht, was er getan hat. Was passiert, wenn er keine Hasanat mehr hat? Wenn er keine guten Taten mehr hat? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنْ فَنِيَتْ. Wenn die Hasanat ausgehen, أَخَذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ. Dann nimmt er die Lasten, die Sünden derjenigen, den er gegenüber Unrecht angetan hat. Allahu Akbar, فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ. Die Sünden, denen er Unrecht angetan hat, diese Sünden bekommt er auf seinem eigenen Rücken und er trägt die Lasten, ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Danach wird er in das Höllenfeuer hereingeworfen. Wisst ihr jetzt, warum das der Pleite gegangen ist? Er hatte ursprünglich Mittel gehabt. Er hat Dinge gehabt, die er vorzuweisen hatte. Das Gebet, das Fasten, Dinge, die viele Muslime heutzutage nicht mehr machen. Aber, subhanallah al-Azim, trotz all dieser guten Taten, was hat er getan? Er musste das alles abgeben. Er musste diese guten Taten verschenken am Tage der Auferstehung an diejenigen, denen er Unrecht ausgeübt hat. Er ist subhanallah al-Azim. Frage dich, wie viele Leute hast du beklaut? Wie viele Leute hast du geschlagen? Wie viele Leute hast du beschimpft? Wie viele Leute, über sie hast du schlecht geredet? All die Hasanat werden von dir zurückgehen, Yawm al-Qiyam. Sei dir sicher. La zulm al-Yawm. An diesem Tag gibt es kein Unrecht, sagt Allah Azza wa Jalla. Subhanallah al-Azim, dieser Mann, er wird sich wundern, warum gehe ich ins Höllenfeuer, wo ich so viele gute Taten gemacht habe. Wo ist mein Tawhid? Wo sind meine Gebete? Wo ist mein Hajj? Wo ist die Sadaqa, die ich gegeben habe, während ich dabei aufrichtig gegenüber Allah war? Sie ist weg. Allah hat diese Hasanat von dir an jemand anderen abgegeben. Deswegen ist er der Pleite gegangen, liebe Geschwister. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt uns in einer Überlieferung bei Sahih al-Bukhari. Er sagt uns, يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ. Die Gläubigen werden nach der Sirat-Brücke an einem Ort ankommen. Das heißt, sie sind nicht in As-Sirat reingefallen. As-Sirat ist eine Brücke, die, liebe Geschwister, über den Kanten des Höllenfeuers geschlagen ist. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Ein jeder, ob er ein Gläubiger oder ein Fajr, oder ein Kafir oder ein Fasik oder ein Heuchler war, ein jeder von euch muss über diese Brücke. Sie liegt 70 Jahre über dem Höllenfeuer. Allahumma sallim sallim. 70 Jahre liegt sie über dem Höllenfeuer. Und ein jeder muss über diese Brücke gehen. Die schwersten Schritte in deinem Leben. Denn wenn du herunterfällst, fällst du 70 Jahre tief in Jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. In diesem Jahannam, in diesem Höllenfeuer, werden sie weder leben noch sterben. Während du runterfällst, wird deine Haut verbrannt und du fällst 70 Jahre tief. Ein jeder muss über diese Brücke. Und es gibt Gläubige, Allah Azza wa Jal, er wird ihnen Licht geben an diesem Tag. Er wird ihnen Licht geben an diesem Tage, dass sie diese Brücke problemlos überschreiten. Ein anderer, er wird gehen und fallen und gehen und fallen. Was für ein schwieriger Moment, o Diener Allahs. Je rechtgeleiteter du hier in dieser Dunya warst, umso stabiler wirst du an diesem Tag über die Brücke gehen. Allahumma yassir umur. Umso gefestigter
wirst du an diesem Tag über diese Brücke gehen. Und dann gibt es Gläubige, sie wurden gerettet, davor ins Höllenfeuer zu fallen. Was sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam weiter? فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. So werden sie Halt machen müssen, die Gläubigen, nachdem sie As-Sirat überschritten haben. Und was für eine gewaltige Prüfung. Ist As-Sirat eigentlich die letzte Prüfung vor dem Eintreten in das Paradies? Allahumma rzuqna al-Jannah. Vor dem Eintreten in das Paradies. Aber es gibt eine Brücke, Al-Qantara, so nannte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Diese Brücke, an dieser Brücke warten alle Leute auf dich, denen du Unrecht angetan hast. Allahu Akbar. Höre, was er sagt, sallallahu alaihi wa sallam. فَيَقُصُّ لِبَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Jeder erzählt dem anderen, welch Unrecht er dem anderen in der Dunya angetan hat. Ja, ich habe eine Frage an dich. Wie schwer ist es, Taten zu erzielen, die Allah annimmt? Wallahi, nicht jede Tat, die wir machen, wird Allah Azza wa Jalla annehmen. Wie viele Taten machen wir, die ungültig sind? Weil wir bis heute noch nicht gelernt haben, wie man sich richtig wäscht für das Gebet. Manchmal bin ich im Raum, wo Wudu gemacht wird, liebe Geschwister, und ich sehe Katastrophen, wie die Muslime sich waschen für das Gebet. Wallahi, ungültiger Wudu. Ein ungültiger Wudu. Du siehst Leute, der macht nur so über sein Gesicht, obwohl das komplette Gesicht gewaschen werden muss. Du siehst Leute, er streicht ganz zart über seine Haare, als ob er Angst hat, dass seine Haarfrisur irgendwie schief wird, liebe Geschwister. Und er macht manchmal Dinge nicht, die verpflichtend sind im Wudu. Also betet er das Gebet ohne Tahara. Und komm mir nicht mit dem Argument, Hauptsache die Niyyah zählt. Wallahi, wenn du die Möglichkeit hattest, deine Religion zu lernen und du hast es nicht getan, so wirst du das Yawm al-Qiyamah wiederfinden. Bei Allah. Wie oft haben wir Wudu falsch gemacht, sodass das Gebet nicht gültig war und der Wudu nicht gültig war? Wie oft haben wir Taten gemacht, wo wir uns selbst dabei gefallen haben? Diese Taten sind ungültig. Wie oft haben wir Taten gemacht, wo wir andere Leute damit beeindrucken wollten? All diese Taten sind ungültig, liebe Geschwister. Was bleibt netto von unseren gesamten Taten? Wallahi, vielleicht von 100 Taten eine oder zwei oder drei. Illa ma rahimallah. Außer mit wem Allah Azza wa Jalla barmherzig sein wird an diesem Tag. Dann hast du diese reinen Taten, mit denen du errettet wurdest vor As-Sirat, vor dieser Brücke. Und du kommst und du freust dich und du siehst schon das Paradies, nachdem du As-Sirat-Brücke überquert hast. Und dann kommt eine Person und sagt dir, bist du Abu al-Bara? Komm her, ich habe noch ein Recht bei dir. Was möchtest du von mir? Du hast über mich gelästert, gebe mir heute 10.000 Hasen. Lästert du auch über mich? Gebe mir die guten Taten. Ich küsse deine Füße. Gebe mir deine guten Taten. Sag mir, was ich tun kann, nur damit ich heute an diesem Tage gerettet bin. Denn ich habe es bis hier, kurz vor dem Paradies geschafft. Willst du mir das Paradies nehmen? Gebe mir meine Taten. Du wirst an diesem Tag niemanden finden, der barmherzig ist mit dir. Wallahi, nicht mal deine eigene Mutter. Deine Frau wird sich freuen an diesem Tag, wenn du ihr Unrecht angetan hast. Alles Hasanat, alles gute Taten, die du an diesem Platz zurückzahlen musst. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, werden nur die Hasanat angenommen. Du kannst weder mit Geld bezahlen, noch mit schönen Wörtern, noch mit einem Lächeln. Was die Währung ist an diesem Tage, sind nur die Hasanat. Und wenn du keine mehr hast, dann werden die Engel dich nehmen und dich in das Höllenfeuer hereinwerfen, obwohl du nur so nah dem Paradies entfernt warst. Allahumma najjina min an-nar. Wie viele Leute denken nicht über diesen Moment nach? Wie viele Leute gehen leichtfertig damit um? Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man kanat lahu madlama li ahadin min irdihi au shay, fal yatahallalhu minhu al-yawm, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Er sagt, derjenige, der seinem Bruder gegenüber noch ein Unrecht wieder gut zu machen hat, so soll er es heute tun, bevor ein Tag kommt, an dem weder Dirham noch Dinar Geld akzeptiert wird.
Heute. Und wisse, dein Bruder wird dich nicht vergessen, Yawmul Qiyamah. Und noch mehr, er wird dir nicht verzeihen am Tage der Auferstehung. Wallahi, sei dir sicher, mach heute noch dein Unrecht gut. Du sagst mir, das ist peinlich. Ich muss zu meinem Bruder gehen. Was für eine Fitna für mich. Ich frage dich, gibt es eine schlimmere Fitna, als in das Höllenfeuer hereingeworfen zu werden? Gibt es eine schlimmere Versuchung, als in das Höllenfeuer hereinzuwerfen? Du gehst zu deinem Bruder, du sagst ihm, verzeih mir. Ich habe dir gegenüber Unrecht getan. Aber ich brauche dir nicht alles zu erzählen. Und meistens wird dein Bruder dir verzeihen. Meistens wird dein Bruder dir verzeihen. Dann, Alhamdulillah, hast du diese Last von dir genommen. Und ich bitte an dieser Stelle, dass mir alle meine Geschwister verzeihen für das, was ich absichtlich und unabsichtlich gemacht habe. Möge Allah Azza wa Jal uns allen vergeben. Liebe Geschwister, dein Bruder wird nichts akzeptieren, außer gute Taten. Er will sich selbst retten an diesem Tag. Und wenn du heute noch ein Unrecht gut machen kannst, dann geh zu deinem Bruder. Du sagst mir, okay, vielleicht sagt er mir, ich habe dir verziehen, aber im Herzen hat er mir nicht verziehen. Das ist verziehen. Das ist verziehen, denn du siehst nicht, was in seinem Herzen ist. Hauptsächlich, er sagt dir, ich habe dir verziehen. Und ich bitte, dass man den Brüdern das leicht macht, dass man sie nicht hier noch demütigt, dass man ihnen einfach sagt, ich habe euch verziehen. Denn bei Allah, wenn du ihn verzeihst, so wirst du Yawmul Qiyamah Taten, Hasanat bekommen, ohne zu rechnen. So sagt Allah Azza wa Jal, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Derjenige, der verzeiht und sich bessert, so obliegt sein Lohn nur Allah Azza wa Jal. Bedeutet, o Diener Allahs, Allah wird dir so viel an Lohn geben, wie du brauchst, damit deine Hasanat, deine guten Taten mehr sind als deine schlechten Taten. Das ist Allah. Schau mal, weil du dich angestrengt hast und weil du milde warst, so hat Allah Azza wa Jal dieses zu einem Grund gemacht, dich in das Paradiesgarten eingehen zu lassen. Allah ist barmherzig. Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns soll überlegen, welches Unrecht haben wir gemacht? Welches Unrecht haben wir vor allen Dingen gegenüber unseren Geschwistern gemacht? Wie viele haben wir geschlagen? Von wie vielen haben wir das Geld geklaut? Über wie viele haben wir gelästert? Und dann gibt es Leute, der sagt dir, schau mal, bei mir ist das nicht Läster. Ich rede nur die Wahrheit. Hören wir uns an, was die Rede ist. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, weil das ist verbreitet unter den Muslimen. Atadruna mal Riba, wisst ihr, was die Riba ist? Was die üble Nachrede ist, dass man über seinen Bruder lästert? Sie sagten, Allahu wa rasuluhu alam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. So waren die Sahaba, radiallahu anhum. Sie sind Allah und dem Gesandten nicht zuvor gekommen. Er sagte, dhikruka achak bima yakra. Das ist das, was du über deinen Bruder sagst und er nicht mag. Ich bitte auf eine Sache zu achten, was dein Bruder nicht mag, nicht was du nicht magst. Natürlich, bei dir geht vieles durch. Für dich ist das nicht schlimm. Aber ist das nicht auch für deinen Bruder nicht schlimm? Wird dein Bruder sich nicht darüber ärgern? Diese Frage musst du dir stellen, bevor du etwas über deinen Bruder sagst. Dann fragte einer der Sahaba, Qila, afara'aita, in kana fi achi, ma'akul, was sagst du darüber, ja Rasulallah? Wenn mein Bruder genau das, was ich über ihn sage, auch wirklich, wirklich, wirklich in sich hat, das heißt, was sagst du dazu, wenn das auch wirklich die Eigenschaft von meinem Bruder ist? Ich habe gesagt, er ist hässlich, er ist wirklich hässlich. Ich habe gesagt, er ist fett, er ist wirklich fett. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَ. Wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dann ist das die Riba. Das ist die Riba, dass du genau das sagst, was er auch wirklich als Eigenschaft hat. Sie ist sickig. Sie ist dumm. Er ist hässlich. Er ist ein Angeber. All das, was du über deinen Bruder sagst, und es stimmt sogar, aber du darfst das nicht sagen. Warum? Das schafft Feindschaft, ja. Das schafft Feindschaft in unsere Herzen. Und Allah Azza wa Jal, er möchte, dass wir Leute sind mit einem reinen Herzen. Denn La ilaha illallah passt nur in einem reinen Herzen. Allahumma tahir qulubana. La ilaha illallah passt nur in einem reinen Herzen. Und subhanallah al-azim, das stimmt, was du über deinen Bruder gesagt hast. Und trotzdem wird es dir aufgeschrieben als Riba. Zu dem Zeitpunkt, wo du es sagst, schreiben die Engel das nieder. 2000 Hasanat für den, 10.000 Hasanat für den und vielleicht sogar 50.000 Hasanat für den. Es wird sofort niedergeschrieben. Und noch schlimmer,
Wenn das nicht stimmt, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, wa in lam takun fih. Wenn das aber nicht bei ihm so zutrifft, faqad bahatta, so hast du ihn verleumdet. Das heißt, es ist schlimm genug, dass du über ihn etwas sagst, was er wirklich als Eigenschaft hat, aber das nicht mag, dass du das über ihn sagst. Was denkst du, wie schlimm es ist, dass du über ihn etwas sagst, was nicht stimmt? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Denke nicht, dass das Lästern über deinen Bruder, und ich erwähne das besonders, weil das weit verbreitet ist unter den Muslimen. Und noch schlimmer, die Prediger und die Schuyuch und die Gelehrten, wie oft erzählen wir einfach etwas über sie. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi, marartu bi qawmin, lahum adfarum min nuhas. Als ich emporgehoben wurde in der Nachtreise, so habe ich Leute gesehen, die lange Fingernägel aus Kupfer hatten. يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَسُدُورَهُمْ. Sie haben sich mit diesen Fingernägeln, die aus Bronze waren, was für ein hartes Metall, was für ein stabiles Metall, sie haben sich damit die Gesichter und die Brüste zerkratzt. فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ. So sagte ich, ja Jibril, wer sind diese hier? Er sagte, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ. Das sind diejenigen, die das Fleisch der Menschen gegessen haben, bedeutet über sie gelästert haben. Es gibt dafür eine Strafe im Grab. وَهِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ, sagen die Gelehrten. Es gehört zu den größten Sünden, dass du über deinen Bruder lästerst. Magst du es, wenn über dich gelästert wird? Du sagst mir nein. Warum, lästerst du dann über andere? Schau selber, wie du ausflippst, wenn du hörst, dass einer über dich schlecht geredet hat. Und du machst dasselbe. Und das Schlechtreden ist nicht in jeder Hinsicht. Das gilt nicht für Leute, die Mubtadi'a sind. Leute, die irre gegangen sind. Bedeutet in ihrer Religion, die irre gegangen sind und andere in die Irre führen. Das gilt hier nicht als Riba. Aber wer irre gegangen ist, überlass das bitte den Gelehrten, nicht, dass du selber anfängst. Ja? Und das gilt nicht für Fussar, Leute, der wal'iyadu billah besoffen durch die Gegend läuft und er nennt sich Muslim und Leute schlägt und andere mit Messer attackiert und derjenige, der den anderen das Geld klaut und sie betrügt, das ist ein Fasik. Über ihn gibt es keine Liebe. Aber dein Bruder, der sich anstrengt auf dem Wege Allahs, willst du über ihn lügen? Willst du ihn schlecht machen? Willst du über ihn lästern? Dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen, o Diener Allahs. Höre, was Muawiyah radiyallahu anhu wa arda sagte. Er sagte, inni la astahi, wahrlich, ich schäme mich. Wa akhaf, und ich habe Angst, an allem, dass ich jemanden Unrecht antue, man la yajid alayya nasiran illa Allah, der außer mir keinen anderen Helfer findet, außer Allah. Ich schäme mich, einem Unrecht anzutun, dessen Helfer Allah ist. Allah, er wird dir helfen, wenn dir Unrecht angetan wurde. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, in einer Überlieferung, liebe Geschwister, ittaqi da'wat al-mazlum, fürchte das Bittgebet von einem, dem Unrecht angetan wurde. Fürchte das Bittgebet von einem, dem Unrecht angetan wurde. Warum? Fragen wir uns, warum? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. Das Bittgebet von demjenigen, dem Unrecht angetan wurde, es steigt sofort zu Allah Azza wa Jal herum. Und Allah wird diesem Bittgebet helfen, so sagt Allah Azza wa Jal in einem Hadith Qudusi, liebe Geschwister, was authentisch ist. Er sagt, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, bei meiner Allmacht und bei meiner Majestät, لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَحِينَ. Ich werde dir helfen, o Bittgebet, hochzusteigen zu mir, selbst wenn es einige Zeit dauert. Wallahi, sei dir sicher, du wirst getroffen von diesem Bittgebet. Und wehe dir, dass du jemanden Unrecht antust, dieser ist ein Gläubiger und er hebt seine Hände und er macht Dua gegen dich. Sa'd ibn Zayd, radiyallahu anhu arda. Und wer war er? Einer der Paradiesbewohner, liebe Geschwister. Er hatte eine Nachbarin, eine Übelstuende, die ihm Unrecht angetan hat. Sie hat behauptet, da hätte ihr Brunnen der
zwischen beiden Gärten liegt, geklaut. Und es war der Brunnen von Sa'd, radiyallahu anhu wa arda. Und subhanallah, bis die gesamten Menschen diese Nachricht erreicht hat, dass Sa'd angeblich den Brunnen geklaut hat von dieser Frau und er ist ein Paradies geworden. So sagte er, Allahumma a'mi basaraha. Ja Allah, lass sie erblinden. Waqtulha fi ardiha. Und lass sie auf ihrer eigenen Erde sterben. Hört mal, was der Rawi sagt, der Überlieferer von dieser Überlieferung, sie ist in Sahih al-Bukhari. Er sagte, فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا. Sie ist nicht eher gestorben, bis ihr Augenlicht genommen wurde, bis ihr Sehlicht genommen wurde. Und er sagte, dieser Rawi, liebe Geschwister, فَهِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا وَقَعَتْ فِي حُفْرَ فَمَاتَتْ. Und während sie auf ihrer eigenen Erde gelaufen ist, ist sie in ein Loch reingefallen und gestorben, so wie Sa'd genau Allah Azza wa Jal darum gebeten hat. Ein Monat später. Oh, du Bittgebet, ich werde dir helfen, zu mir raufzukommen, wenn es auch eine Zeit dauert. Oh Allahi, wisse, oh Diener Allahs, dem immer gegenüber Unrecht angetan wird, Allah wird dein Bittgebet annehmen. Und es dauert nur eine bestimmte Zeit und Allah Azza wa Jal wird dir dieses Bittgebet erfüllen. Sei geduldig. Oder glaubst du nicht daran, dass Allah Azza wa Jal jedes Recht wieder gut macht? Er ist der Gerechte, Subhana wa Ta'ala, das ist eine seiner Eigenschaften, dass er gerecht ist, liebe Geschwister, und dass er niemals Unrecht auslässt. Oh meine Diener, ich habe mir gegenüber das Unrecht verboten und ich habe es euch für verboten erklärt. Und wir möchten hier anfügen, weil viele Leute das auf die leichte Schippe nehmen. Er denkt, ich kann mit einem Käfer machen, was ich will. Nein, bei Allah, das kannst du nicht tun. Und die Überlieferung ist klar und es gibt zig Überlieferungen, dass du niemals ein Kafir gegenüber Unrecht machen darfst. Und so sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ittaqu da'wat al-madlum wa in kana kafir. Sahih, diese Überlieferung ist sahih. Und fürchtet das Bittgebet des Unrecht Behandelten, des Ungerecht Behandelten, selbst wenn er ein Kafir ist. Glaubst du, wir haben eine ungerechte Religion? Dein Nachbar, was hat er dir angetan? Ich mag ihn nicht, er ist ein Käfer. Ich spucke ihn an, ich beleidige ihn, ich schlage ihn, ist mir egal, er ist ein Käfer. So denken viele Leute, wallahi al-azim. Und Leute, die sowieso eine ganz komische Richtung haben. Alle sind schlecht außer er. Denkst du, das Paradies ist nur für dich erschaffen? Es gibt Leute, die andere einfach mit Käfer betiteln. Der Käfer, der Fasir, der Fajr. Und er fängt an, über Leute zu urteilen. Wisse, heute urteilst du und morgen wird über dich geurteilt. Allah. Heute in dieser Dunya urteilst du, aber morgen wird über dich geurteilt. Und bei Allah, lieber schweigst du, als dass du etwas sagst, was Yawmul Qiyamah gegen dich sprechen wird. Und ich beende, liebe Geschwister, indem ich eine Botschaft an euch aussende. Wir sind alle traurig, was passiert auf der ganzen Welt. Und es gibt Leute, weil sie einen schwachen Iman haben und die Religion Allahs nicht gelernt haben, so sagen sie, wo ist Allah? Aber sie meinen was anderes. Warum hilft Allah nicht? Allah hilft Subhana. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ. Und glaube nicht, dass Allah nicht sieht, dessen unkundig ist, was die Verbrecher, die Ungerechten tun. Glaube nicht, dass Allah das nicht sieht. Allah weiß über jedes Blatt, was Welt bescheid. Allah weiß das. Aber er hält alles mit seiner Hikma, mit seiner Weisheit und seinem Wissen zurück. Was macht Allah Azza wa Jal mit diesen Ungerechten? إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْرَسُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Er wird sie zurückstellen, diese Ungerechten, bis zu einem Tag, an dem der Blick starr ist, wenn sie sehen, was Yawmul Qiyamah alles passiert. Allah ist nicht unkundig. Er weiß, was passiert. Aber, subhanallah al-azim, Harun und Musa haben zusammen ein Bittgebet gegen Pharaon gesprochen. Wisst ihr, wann Allah das Bittgebet erfüllt hat? Von diesen beiden edlen Propheten, 40 Jahre später hat er Pharaon vernichtet. Und sie haben das Bittgebet gemacht. Musa a.s. sagt das Bittgebet, Harun hinter ihm, Amin, Amin, Amin. Das sind Propheten. Wo haben wir einen Musa in dieser Umma? Wo haben wir einen Harun in dieser Umma? Und trotzdem hat Allah a.s. 40 ganze Jahre, 40 Jahre abgewartet, bis er Pharaon vernichtet hat. Und Pharaon hätte 40 Jahre Zeit gehabt, zu Allah zurückzukehren.
reuig zurückzukehren, aber er blieb ein Muslim, ein Verbrecher und sein Ende ist jedem von uns bekannt, liebe Geschwister. Möge Allah Azza wa Jal alle Ungerechten zur Rechenschaft ziehen. Möge Allah Azza wa Jal diejenigen, die die Muslime töten, möge Allah Azza wa Jal sie töten. Möge Allah Azza wa Jal sie zu einem Ebenbild machen für alle Leute, damit sie mit dem Unrecht aufhören. Möge Allah Azza wa Jal uns zu Zeugen lassen, sein lassen, damit wir sehen, wie diese Leute bestraft werden. Möge Allah Azza wa Jal den Muslimen ihre Izza zurückgeben. Möge Allah Azza wa Jal uns Taqwa in unseren Herzen geben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala die Liebe zwischen uns sehen. Möge Allah Azza wa Jal die feindseligen Herzen aus unserer Gemeinschaft hinwegnehmen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.